Ja, was er für einen Terror macht, ne? Gut. So China-Ware. 20 Euro. Sollen wir ausprobieren? Mach mal. Eins. Zwei. Selbstgemacht. Mit unserem Wischwerkzeug. Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um meinen E46 Kompakt. Wir haben ja unheimliche Geräusche hinten. Ich wusste jetzt nicht, ist es das Differential oder doch ein Radlager oder doch die Antriebswelle? Ich weiß es nicht. Wir werden das jetzt durchchecken. Wie man sieht, sehr viel Rost dran. Das ist normal, der stand ja auch sehr lange. Das sind die Geräusche von dem Bremsen. Genau, gleiche Geräusche, auch nichts. Die Bremsen müssen sich frei fahren. Hinten das Radlager zu kontrollieren ist natürlich ein bisschen schwieriger. Wir haben die Antriebswelle da, Differential da. Braucht man ein bisschen mehr Kraft, um das Ganze zu drehen. Und oh, das ist kaputt. Die Seite, das hört man voll. Wir haben bei der Hinterachse bei BMW muss man sehr viel abbauen, damit man das in der Presse macht. Oder man macht es in eingebautem Zustand. Dann braucht ihr natürlich die passenden Werkzeuge dafür. Oder ihr müsst sehr viel improvisieren. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Wir bauen erstmal die Antriebswelle ab. Wir bauen die komplette Bremse ab hinten. Und dann sehen wir schon mal die Radnabe. Wenn die Antriebswelle draußen ist, können wir die raushauen. Und dann müssen wir zusehen, dass wir die Radlager rauspressen und wieder reinpressen und die Radnabe reinpressen. Eine sehr schöne Aufgabe. Antriebswellen bei BMW kommen immer sehr, sehr, sehr schwer raus. Deswegen, glaubt mir, benutzt Rostlöser und am besten von Manol. Ich mache jetzt extra nochmal Reifen drauf. Das hörst du aber jetzt. Definitiv. Wow. Jetzt machen wir weiter. Jetzt machen wir die Bremsen ab. Weil der eine Mechaniker liebt nur Zahnriemen machen. Der eine mag nur Kupplungen machen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr für Arbeiten liebt und was für Arbeiten ihr hasst am Auto. Jetzt die Mechaniker unter uns vielleicht. Ich hasse generell Hinterachse bei Hinterantriebler zu arbeiten. Ja. So China-Ware kostet so 20 Euro, ich weiß es gar nicht mehr, was die kosten. Auf jeden Fall was ganz, ganz Billiges. Jetzt schrauben wir die drauf. So lange, bis ihr denkt, das ist gut. So, das war's. Keine 10 Schläge, der kommt raus. Sollen wir ausprobieren? Mach mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Drei hast du noch. Wow, ist ja schon fast da. Drei habe ich noch. Acht, neun, zehn. Ey, Pitze, du hast dich um eins vertan. Die Narbe müssen wir gleich echt mal anschauen, ob wir vielleicht keine neue Narbe brauchen. Radlager wird hier rausgepresst. Hier holen wir das jetzt raus aus dem Springring. Ich würde auf jeden Fall hier mal ein bisschen draufhauen, damit der Springring sich ein bisschen erholt. Ups. Sorry. Wundermittel. Ich gehe lieber wieder weg. So. Hey, weißt du, was mir jetzt einfällt? Was denn? Ich repariere gerade das Ganze mit China-Werkzeug. Was brauchen wir? Hier haben wir das hier, das ist ja das Originale. Wir suchen uns jetzt erstmal, was genau reinpasst. Das heißt nicht hier, weil hinten habt ihr das ja nicht. Siehst du? Das passt perfekt rein. Also ehrlich, die beiden Werkzeuge liegen glaube ich, beide bei 50 Euro. Bin mal gespannt, ob das geht. Okay.
Normalerweise macht man das mit der Hand. Ne? Aber raus ist nicht so schlimm wie rein. Rein sollte man auf jeden Fall mit der Hand. Raus kann man ein bisschen mit Gewalt machen, wenn alles natürlich sitzt. Ne? Der Übeltäter. Guck mal, ey, geil, aber ne, wie viel Öl da reingekommen ist. Unser Knieöl. Doch, doch, ach, wir haben da ja gesprüht. Ach so, das meinst ja. du? Wenn wir hier einen Fehler machen, das heißt, den Radlager falsch ansetzen, ist das Ding sofort kaputt. Oder das heißt, wir brauchen, schief oder so darf nicht sein. Der darf nicht schief sein. Was ich euch auf jeden Fall empfehle, macht hier drin sauber. Hier 1200er Spiegelpapier. Arbeitet ruhig damit. Wo der Springregen reinkommt. Ah, setzt sich da auch was ab? Oder? Ja, ja, klar. Weil das ist ja eine offene Stelle. Ne? Hier ist die Radnarbe und hier kommt hier überall Wasser rein. Oh. Und darum rostet das Ding hier auch gerne. Ein Radlager habe ich bei Autodoc bestellt. Mit der App kann ich euch nur empfehlen. Antriebswellenschraube haben wir dabei. Sehr wichtig, die muss neu sein. Springregen haben wir dabei. Radlager. So, bei Autodoc könnt ihr natürlich auch sparen mit Kfz-Fuzis als Code. Bei manchen Radlagern müsst ihr natürlich gucken, ob vorne oder hinten ist. Bei dem ist es egal. Ich nehme mir wieder das alte, packe mir das hier drauf und hinten brauchen wir jetzt was Größeres hinten. Ihr müsst jetzt hinten nur aufpassen, dass ihr an den Sensor nicht kommt. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, baut den Sensor ab. So, Radlager sitzt genau perfekt drauf. So, drauf. Ist es schief oder nicht? So, der bleibt jetzt hier. Und was meinst du? Das sieht doch ganz ordentlich aus, würde ich so sagen. Mhm. Scheint gleichmäßig reinzugehen. Ja, ja, das merkst du auch. Also wenn ihr viel Widerstand habt, dann auf jeden Fall wieder raus. Das ist dann halt easy. Ja? Und wenn ihr den alten Radlager hier benutzt, macht euch keinen Kopf, der wird nicht stecken bleiben. Ja, den könnt ihr hier wieder raus, keine Angst. Aber du musst jetzt so lange weitermachen, bis es nicht mehr geht. Bis es nicht mehr geht. So. Dann gesund. Zack. Das war's. So, das war's. Das ist die Narbe, die ist immer drauf. Mhm. Die muss auch immer fest, die holt man immer raus. Es gibt halt ein paar Varianten. Die einen flexen das vorsichtig ab, die einen haben ein Spezialwerkzeug dafür. Aber jetzt eigentlich kommt die schwerste Aufgabe. Bei der Narbe ist es so wichtig, dass ihr ein Gegenstück hinten habt. Fürs Radlager, wenn ihr das nicht macht und die Narbe jetzt versucht hier reinzupressen mit einem, ja, ich sag mal hier drauf, dann habt ihr das Spiel und dann ist Radlager kaputt. Dann müsst ihr das Ganze wieder erneuern. Das hier wäre jetzt falsch. Wir brauchen jetzt genau sowas. Er muss genau hier drauf sein. Muss er drauf sein, genau so. Dann pressen wir das Ganze so rein mit der Narbe. Wenn wir was Größeres nehmen, drücken wir das nach hinten beim Einpressen und was passiert? Wir haben hier ein Spiel, der geht einmal auseinander, das reicht, dann haben wir Radlager kaputt. Das merkt er nicht sofort. Und jetzt kommt eigentlich die schwerste Aufgabe. Erstens, die Radnarbe muss gerade drauf. Die darf nicht schief angesetzt werden. Weil wenn er einmal schief angesetzt wird, ich kriege das nicht wieder raus. Radlager ist definitiv kaputt. Das ist die Arbeit, was wir bis jetzt gemacht haben, alles umsonst. Radlager wieder raus. Das nehmen wir jetzt wieder rein. Das heißt hier. Ich wusste nicht, dass er hier einen Gewinn hat. Der hat kein Gewinde. Der will gedreht werden. Bitte, bitte. Hinten sieht perfekt aus. Der sitzt genau drauf. Okay, dann wollen wir mal. Ne? Sehr, sehr wichtig. Es darf kein Widerstand sein. Also nicht so extrem.
Und gleich merkst du das ja, wenn wir jetzt gleich den drauf haben. Ja. Und dann den einfach drehen. Dann merkst du es auch. Dann merkst du es sofort eigentlich. Ne? Und wenn du es sowieso falsch ansetzt, dann schwimmt er eh. Wie ärgerlich das sein muss. Ist dir das schon mal passiert, dass du das? Ja. Echt? Und alles nochmal? Ja, das war jetzt nicht Hinterachse bei BMW. Weil, was leichteres vorne? Das ist mal vorne. Das sieht doch gut aus. Das hört sich doch nach nichts an, das oder? Hört sich nach nichts an. Kein bisschen Geräusch, kein Spiel. So müsst du ein Radlager einbauen. Die Handbremse. Das ist die Handbremse. Das ist ja in der Scheibe drin. Man den ein. Ja? Drücken sich die Backen auseinander. Egal was ihr macht, danach gibt es immer eine Probefahrt. Fick mich mal. Ach, wie schön ist das. Keine Radlagergeräusche mehr. Und zufrieden? Natürlich. So muss das sein. Selbstgemacht. Mit unserem Wischwerkzeug. Oh, das ist schön. Jetzt kannst du eine längere Strecke fahren und rechts ist nicht kaputt. Ne? Also das ist alles in Ordnung. Noch die Handbremse hinten rechts nochmal einstellen. Das war's. Bist du schön. Schnell gemacht. Ich weiß, die Arbeit bei E46 Radlager ist nicht schön. Aber ihr habt gesehen, man kriegt es sogar mit Wischwerkzeug hin. Wenn man echt vernünftig arbeitet, vernünftig sauber macht, vernünftig dran macht, ist kein Hexenwerk. Alles, was ich eingebaut habe, kriegt ihr natürlich bei Autodoc mit Kfz-Fuzis. Spart ihr nochmal 2%. Wenn ihr aber Bock habt, dass ich mal so Werkzeuge bestelle bei Wisch und das ausprobiere, oder wollt ihr, dass ich mehr Reparaturvideos machen sollte, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Würde ich mich freuen auf ein Feedback. Und ja, ich mache jetzt weiter. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Tipps. Bis dann. Haut rein. Ciao.